Die weißrussischen Sicherheitskräfte sind nicht gerade für ihre Zimperlichkeit bekannt. Unliebsame Demonstrationen lässt Machthaber Lukaschenko schon mal brutal niederknüppeln. Durch eine Anfrage der Linkspartei wurde jetzt bekannt, dass Polizisten aus Weißrussland bis Ende vergangenen Jahres in Deutschland geschult worden sind. Thomas Reichert berichtet. Rücksichtslos und brutal, so geht Weißrusslands Polizei gegen Demonstranten vor. Jeder Anschein von Protest wie gegen die umstrittenen Präsidentschaftswahlen im Dezember 2010 wird unterdrückt. Bei der Ausbildung eben dieser Sicherheitskräfte hat bis vor kurzem ausgerechnet die deutsche Polizei geholfen. Warum ist es im deutschen Interesse, die Polizei von Diktatorenstaaten auszubilden? Die Zielrichtung der Maßnahmen war ja jetzt nicht die Förderung von Diktaturen, sondern die Zielrichtung war es, ein demokratisches und rechtsstaatliches Bewusstsein bei den Angehörigen der Sicherheitsbehörden in Belarus zu fördern. 4 Jahre von 2008 bis 2011 dauerte die Zusammenarbeit mit Weißrusslands Diktator Lukaschenko. Seine Sicherheitskräfte durften sogar beim Castor-Transport die Arbeit deutscher Polizisten beobachten. Lernziel: der Umgang mit großen Demonstrationen. Außenminister Guido Westerwelle hat selber gesagt, was für ein Polizeistaat Weißrussland ist und hat sehr viel Druck gemacht, auch innerhalb der EU. Und gleichzeitig wird diese Ausbildung weitergetrieben. Das ist hirnrissig. Der Bundestag wurde über den Einsatz offenbar irreführend informiert. Ende 2011 heißt es in einer Auskunft der Bundesregierung, eine Zusammenarbeit mit Milizen oder Geheimdiensten besteht nicht. Heute muss die Regierung einräumen, geschult wurden auch die Milizen. Das sind ja die Trupps in Weißrussland, die wirklich gezielt und in aller Brutalität gegen Oppositionelle, gegen Jugendliche und andere vorgehen. Das kann doch wohl nicht allen Ernstes wahr sein. Die Opposition fordert nun Konsequenzen im Innenministerium und Aufklärung über alle Auslandseinsätze der Polizei.